Wir haben was ganz Besonderes mit euch vor am kommenden Wochenende. Nach der Rallye Dakar, die bei euch so gut angekommen ist, entführen wir euch jetzt in den Auftakt des Baja-Weltcups. Das ist quasi die Fortsetzung der Rallye Dakar mit anderen Mitteln, allerdings an diesem Wochenende mit völlig anderen Mitteln, denn es geht hinein in den Landstrich Karelien, in den dortigen Nordwald. Das klingt schon so, als ob es dort fröstelnde Temperaturen hätte. Und in der Tat ist da eine Schneedecke von 2 bis 40 Zentimetern. Und wenn arktische Brisen von der Ostsee reinziehen, auch Temperaturen von bis zu minus 35 Grad angesagt. Denn Karelien liegt nördlich von St. Petersburg in Russland und in Finnland. Dort findet die Baja Russland Nordwald statt an diesem Wochenende. 3 Tage insgesamt nach Priosersk und nach Viborg führen uns die 3 Tage. Freitag, Samstag und Sonntag. Freitags und sonntags werden jeweils dieselben Wertungsprüfungen gefahren, allerdings einmal so rum, das andere Mal entgegen der Fahrtrichtung. Und am Samstag ist der Haupttag bis tief hinein in die karelische Landenge und an die Grenze nach Finnland zum finnischen Meerbusen. Das Ganze ist, wie gesagt, der Auftakt zum Baja Weltcup, der von Wladimir Vasiljev aus dem X-Raid-Team im vergangenen Jahr gewonnen worden ist. Wladimir Vasiljev ist bei X-Raid auch die Rallye Dakar gefahren. Das habt ihr ja bei uns auf den verschiedenen Formaten der Pitwalk Collection verfolgt. Er geht jetzt bei seiner Heimveranstaltung vor den Toren seiner Heimatstadt St. Petersburg wieder in einem alten BMW X5 an den Start. Und er kriegt unerwartete und aufregende Konkurrenz, nämlich Lina van der Maas. Kennt ihr alle von diversen Automobil- und auch Motorsportübertragungen als Moderatorin im deutschen Fernsehen. Lina van der Maas stammt aus München, ist eigentlich mal Schlagzeugerin gewesen und hat sich dann mehr und mehr in den Motorsport und die Moderation hineingefuchst. Mittlerweile hat van der Maas eine eigene Werkstatt, in der Buggys umgebaut werden und Side-by-Side umgebaut werden für Marathon-Rallyes und Rallye-Rides. Eigentlich hätte van der Maas bereits im vergangenen Jahr bei einer Rallye-Ride-Serie starten sollen, unter anderem in Marokko. Dann allerdings hat Corona ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass ihr Polaris Side-by-Side zunächst noch ungenutzt in Berlin gestanden ist. Erst vor wenigen Wochen war sie dann mit Timo Scheider, dem ehemaligen DTM-Gesamtsieger, bei dessen Driving Experience in Lappland mit Spike bewährten Audi auf Rallycross-Niveau unterwegs und hat sich dann kurzfristig entschieden, eine Einladung zur Baja Russland Nordwald einzunehmen. Dort kriegt sie jetzt leihweise einen Toyota Land Cruiser nach den großen T1-Prototypenregeln des Rallye-Reitsports gestellt, ist am heutigen Mittwoch auf den Weg gegangen nach St. Petersburg und wird uns von dort sowohl in den Podcasts als auch in den Videos, die wir Deutschland exklusiv von der Baja Russland zeigen werden, regelmäßig auf dem Laufenden halten. Bei uns in der Pitwalk Collection auf Pitwalk TV seht ihr Samstag und Sonntag und wahrscheinlich auch schon am Freitag jeden Tag die Bilder des Tages, kommentiert von mir, Norbert Okenga, die Tageszusammenfassungen von dieser ganz besonders exotischen Baja. Denn es ist die einzige Marathon-Rallye-Veranstaltung, die bei Schnee und Eis stattfindet. Die ersten Bilder davon, die könnt ihr gleich schon einmal genießen, quasi zur Einstimmung auf dieses Wintersport. Exotik-Spektakel des Motorsports. Zunächst allerdings noch einmal zum Nachklapp der Rallye Dakar. Dort habt ihr ja bei unseren YouTube-Videos und auch bei den Podcasts für massive Einschaltquoten und enorme Resonanz gesorgt. Dafür sei auch an dieser Stelle noch einmal herzlich vielen Dank gesagt. Das hat mich wirklich sehr gefreut und auch teilweise gerührt, was da alles an lobenden Worten sowohl zum Fernsehen, aber auch zu unserer Pitwalk Collection rübergekommen ist und eingelaufen ist bei euch, sei es in den Kommentaren hier drunter, sei es auf unseren Social Media Kanälen @pitwalkmedia oder sei es direkt bei uns beim Verlag der Zeitschrift, deren Cover da hinten an der Wand hängen. Wirklich vielen Dank, das ist toll und das hat mich auch bestärkt im Gedanken darin, eben jetzt die Baja Russland für euch medial auf allen Formaten der Pitwalk Collection weiter aufzuarbeiten. Der versprochene Nachklapp von der Rallye Dakar beschäftigt sich mit Henk Lateran. Das war der 28-jährige Südafrikaner aus Pretoria, der erst einmal mühsam mit seinem Toyota Hilux in die Rallye reingefunden hat, dann plötzlich mal auf Tagesrang 2 aufgetaucht ist mit dem Hilux als Teamkollege von Nasser Al-Attiyah, dann allerdings relativ früh bereits diesen schweren Unfall mit 4-fachem Überschlag hingelegt hat, wo er im Fernsehen zu sehen schmerzverzerrt auf dem Boden gelegen hat. Zunächst dachten alle, es sei nur die Schulter ausgekugelt gewesen bei Henk Lateran.
Jetzt allerdings hat der Südafrikaner sich gemeldet und hat gesagt, es sei sogar ein Schlüsselbeinbruch, und zwar ein so komplizierter, dass er daran operiert werden müsse. Mittlerweile ist Henk Latekraan seit dem gestrigen Dienstag in Pretoria im Krankenhaus und lässt sich an eben diesem Schlüsselbeinbruch operieren, den er sich in der ersten Woche der Rallye Dakar zugezogen hat. So viel die letzten Nachrichten aus der Welt des Marathon-Rallye-Sports. Jetzt schnell zum Video rüber mit den ersten Impressionen der Baja Russland-Nordwald aus dem vergangenen Jahr, damit ihr jetzt schon mal wisst und euch einstimmen könnt, was euch am Wochenende erwartet mit der Pitwalk Collection und mit Lina van der Maas als Stargast beim Auftakt des Baja Weltcup. Viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag wieder. Wladimir Wasiljew kommt als Titelverteidiger im Baja Weltcup zum Auftakt dieser Marathon-Rallye-Serie in den nordrussischen Wald nördlich von St. Petersburg. 3 Tage Wintermotorsport vom Allerfeinsten stehen auf dem Programm mit teilweise kuriosen Eigenbauten von GeForce, einer russischen Firma von Boris Gardasin, aber auch mit importierten Autos wie dem ehemaligen X-Raid BMW. Tief verschneite Wälder zwischen St. Petersburg und dem finnischen Meerbusen sind nur zu bewältigen mit Allradantrieb mit 20 mm langen Spikes. 24 davon sind erlaubt pro 10 cm Reifenumfang. 3 Tage lang wird durch die karelischen Wälder geheizt. Freitag, Samstag und Sonntag. Das Rallyezentrum liegt im Igora Park, der neuen Rennstrecke bei St. Petersburg. Und ihr erlebt alles von der Baja Russia Northern Forest bei uns auf der Pitwalk Collection. Oder allein schon diese Autos, diese Prototypen da von Boris Gardasin, diese GeForce-Boliden oder auch die etwas betagteren BMW aus dem X-Ray-Team, die dort von Wladimir Wasiljew, dem St. Petersburger, aufbereitet werden. Da steht viel, viel Spektakel zu erwarten im Nordwald von Russland in Karelien. Ich hoffe, wir sehen uns da Freitag, Samstag und Sonntag wieder zu unseren Tageszusammenfassungen. Deutschland exklusiv kommentiert von mir, von Norbert Okenga und zu euch gebracht, nur auf der Pitwalk Collection. Auf den Medienformaten der Zeitschrift Pitwalk also. Und das ist noch nicht alles, liebe Freunde des Marathon- und Offroad-Rallye-Sports. Wir sind auch gerade dran zu verhandeln mit den Machern vom King of the Hammer. Das ist eine Baja in Kalifornien, die gerade schon läuft seit gestern. Das Hauptevent dort, der King of the Hammers als solche, der findet am Wochenende statt. Und auch da schaut es momentan sehr, sehr gut aus, dass wir euch als einziger in Deutschland bewegt Bilder von diesem Spektakel in der Wüste Kaliforniens bringen können. Schaut also nach, was wir so auf Twitter, Facebook und Instagram dazu zu verbreiten haben. Da wird natürlich Vollzug gemeldet, sobald es was zu melden gibt, über die Übertragungen, die wir vom King of the Hammers anbieten können. Natürlich dann auch auf Deutsch kommentiert mit mir, mit Norbert Okenga. Das Ganze wird dann auch flankiert werden von Fotogalerien im Internet, von Blogs, genau wie wir es auch mit der Baja Russland Nordwald machen werden. Die erste Fotogalerie von der Baja Russland Nordwald, die ist auch schon online seit dem heutigen Mittwoch, damit ihr euch einstimmen könnt auf dieses Spektakel, noch ein paar Bilder genießen könnt, vor allen Dingen von diesen urigen Prototypen, die man außerhalb von Russland kaum zu Gesicht bekommt. Und da ist auch schon ein Bild von Lina van der Maas mit dabei, zum Einstimmen auf unseren Stargast, auf die gebürtige Münchnerin, die mittlerweile von Berlin aus sich anschickt, die Marathon-Rallye-Welt zu erobern. Rallye-Erfahrung hat van der Maas ja bereits, sie ist den ganzen Opel Rallye Cup mitgefahren, hat, wie gesagt, ein Polaris Side-by-Side bereits fertig vorbereitet gehabt für die Rallye Marokko im vergangenen Jahr, dann verschoben wegen Corona. Und jetzt ihr Einstand in die große Automobilwertung des Baja Rallye-Reitsports. Das und die gesamte Baja Nordrussland
wird eine Schau für sich und ich hoffe, wir verfolgen sie gemeinsam mit unseren Videos, mit den Tageshighlights aus Russland, aus der Nähe von St. Petersburg. Freitag geht's los. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören und Reinschauen. Empfehlt uns weiter, gebt uns Däumchen, abonniert uns und gebt uns vor allen Dingen schön viele Kommentare, damit wir wissen, was euch noch so interessiert und wo wir vielleicht unsere Fühler hinausstrecken sollen für künftige Übertragungen im Pitwalk TV, dem Videoformat der Pitwalk Collection. Also bis bald, gesund bleiben, euer Norbert Okenga.